Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ein schönes Auto für euch von Lego City mit der Nummer 60113. Also schauen wir uns mal die Vorderseite an. Oben mit der Figur abgebildet, die Seite, die untere Seite und die linke Seite und noch die Rückseite. Machen wir es mal auf. Also dabei sind wieder Aufkleber. Diesmal nicht so viele wie bei dem letzten Fahrzeug. Zwei Tütchen und eine Gebrauchsanleitung mit, genau, schauen wir mal, 37 Seiten. Ich baue es mal schnell zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin jetzt fertig mit dem Bau vom Auto und das sind die Ersatzteile, was übrig geblieben sind. Und dann zeige ich euch noch den Fahrer, der auch ziemlich cool ausschaut. Auch wieder bedruckt, vorne und hinten. Und ein ziemlich cooles Gesicht hat mit einer coolen Brille. Und natürlich auch sein Helm. Und so eine Fahne ist noch dabei, wo man dann irgendwo hinstellen kann. Kommen wir zum Auto. Das schaut ziemlich cool aus. Hier von vorne mit die ganzen Lichter und nochmal hier die bedruckten Elemente. Ein paar Aufkleber waren dabei, was ziemlich gut ging zum Aufkleben, ohne weitere Probleme. Die Felgen sind nicht wie beim Audi auswechselbar, also sind komplett ohne Auswechseln. Also ein einziges Element hier unten, hier seitlich wieder was bedrucktes, hier innen drin ein bedrucktes Element mit dem Lenkrad, hier hinten zwei Auspuffrohre mit Rückleuchten und der Heckspoiler, wo man nach unten neigen kann und nach oben. Also so ist Standard. Wenn er rumfährt, kann man dann hier hin und her biegen, wie man ihn gerade braucht. Was ich auch ziemlich cool finde, weil das selten ein Auto hat in dieser Form. Dann nochmal die Seite, die auch wieder einen Aufkleber hat. Hier hinten noch so ein Fenster. Und hier hinten nochmal so einen kleineren Heckspoiler. Also wer noch ein Auto braucht, hat hier ein ziemlich cooles Rallye-Auto am Start. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.